So, nochmal zum wieder reinkommen. Gucke ich mir das nochmal an. Lies Einkerbung. Okay. Auf zu Zack. Sieht fast so aus wie ein Gesicht. Zwei Augen und die Zähne. Okay. Ein Schild. Lass mich raten, das kann nur Annie lesen. Das war klar. Ein Schiff, eine Sonne. Sonst nix. Ich geh mal hier in die Sonne rein, mal gucken, was passiert. Habe ich noch mal eine Sonne und einen Durchgang. Also die scheinen irgendwie zusammenzuhängen. Dann kann ich die ja vergessen hier. Die beiden, das Schiff und die. Dann kann ich die ganze Flur vergessen, oder? Okay, gehen wir mal da durch. Dann gehe ich hier in die Sonne. Irgendwann komme ich irgendwo schon raus. Nochmal die Sonne.
Ach, die Labyrinthe, die nerven schon erwägen. Aber hier ist mal was anders. Seltsam, oder? Da waren noch diese komischen Einkerbungen. Da komme ich ja nicht hin. Was ist das? Also das ist ja hier der Fuß von der Sphinx und das ist hier irgendwie, ich sag mal, der Bauch. Was muss in die Einkerbung rein? Was mache ich mit dem goldenen Schlüssel? Was mache ich mit dem goldenen Schlüssel? Also in die Einkerbung wird er wohl nicht reinpassen. Vielleicht hat die Maschine ja den das Teil da.
links auf dem Mars diese Pyramide geöffnet. Ich glaub's ja nicht, weil da ein Schlüsselloch war. Aber der goldene Schlüssel passt nicht in das Schlüsselloch. Dann nimm sie dir. Ich habe eigentlich noch nie versucht, hier weiterzulaufen. Es geht auch nicht weiter. Ja, komm, fahr los. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Oder wäre das zu laufen? Nö, da ist immer noch dieses blöde Schlüsselloch. Das Dutch steht drin fest, na toll. Und ich stecke so gerade so ein bisschen in dem Spiel fest. Und kann die einen Anni, kann ich mal nach Kairo schicken. Wo bin ich denn gerade? In, was ist das? Ja, irgendwie in Zaire. Da ging es doch nach Kairo, genau. Auf nach Kairo. Und lies mal vor, was auf dem Schild steht. Die kann doch bestimmt Hieroglyphen lesen. Die schlaue Archäologin.
Also, lies vor, was steht da? Vorsicht, der du eintrittst, der Wächter der Sphinx hat einen leichten Schlaf. Zeichen für Stier, Augen. Was mache ich das da drin? Mal gucken, was passiert. Das Dumme ist, ich sehe ja noch nicht mal was. Argel. Zack wurde brutal vom Wächter der Sphinx in Stücke gerissen. Zack ist tot. Ha 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 ha, wie lustig. Also gehe ich da mal lieber nicht rein. Und ich bleib mal da drin. Falls ich da doch noch irgendwie was machen muss. Also nochmal gehe ich da nicht rein. Und dann bin ich dort. Also dieses Labyrinth und man weiß nicht, was man suchen will. Ich find's nicht schön. Das ist doch der Flur, der keinen Sinn macht, oder?
Ach, herrje. Okay, da haben wir ja die richtige am Start. Was ist Hieroglyphen? Hieroglyphen, Hieroglyphen. Knopf, Knopf, Knopf. Auch Knopf? Kein Knopf. Erst drücke den rechten Knopf. Dann drücke den linken Knopf. Zuletzt drücke den mittleren Knopf. Na gut, wenn man Ägyptisch kann. Gute Entscheidung, mit ihr zu gehen. Das ist eine Karte der Marspyramide. Das sollte ich auf 6 Karte malen. Da bin ich doch schon durch. Kann es sein, dass hier diese Tür aufmacht und das hier die Marspyramide ist? Und das ist das Gesicht auf dem Mars. Okay, das ist das Gesicht auf dem Mars. Mars, Gesicht auf dem Mars, das war da rechts. Das ist die Pyramide auf dem Mars, das ist da links. Da soll die Tür aufgehen, also muss ich hier was machen. Und zwar hier muss ich diese Zeichnung irgendwo malen. Habt ihr irgendwas gesehen, wo ich eine Zeichnung malen soll? Foto machen, bevor es weg ist. So. Irgendwo auf dem Mars muss ich jetzt diese Zeichnung malen.
Ja, die. Gibt es da noch einen dritten Raum? Also vom dritten Raum war ja nicht die Rede. Aber ich bin jetzt im Gesicht. Weiß immer noch nicht, was diese Einkerbung soll. Hinter der ersten Tür kommt man in ein höllisches Labyrinth. Hier muss man zwei Räume finden. Im ersten Raum stellt man den Schalter auf die richtige Kombination ein. Im zweiten Raum erblickt man eine riesige Weltkarte, auf der der Code für die Psing steht. Hinter der zweiten Tür findet man einen kleinen Gegenstand, den man mitnehmen kann. Hinter der dritten Tür geht man den Gang entlang, bis man an eine Tür stößt. Jetzt benutzt man den Gegenstand, den man gerade gefunden hat, an der Energiebarriere. Den kleinen goldenen Schlüssel kann man nehmen, wenn der große Schlüssel zerbröselt. Hat man das alles erledigt, holt man Zex auf den Mars. Wie soll ich den Zex auf den Mars holen? Irgendwo habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Ich habe auch keinen gelben. Nutzek hat einen gelben Buch, Buntstift. Und das hier, das sollte ich auf Zecks Karte malen. Naja, vielleicht kann er dann dahin teleportieren. Also das habe ich fotografiert. Da mache ich auch mal ein Foto von. Aber ich interpretiere das so, wir sind auf dem Mars, das ist auch das Gesicht vom Mars, das ist die Pyramide vom Mars, hier gibt es irgendeine Verbindung. Und wenn ich hier das Ding ausmale, irgendwo auf dem Mars, gibt's da noch mal was zu malen? In der Pyramide. Also im Gesicht, im Kopf. Nur wie kriege ich den Sex auf dem Mars? Vielleicht gibt es hier ja noch einen Raum.
Der Zack kann sich zur Not wieder raus teleportieren. Aber hier die Annie muss ich rauskriegen. Oder zum Zack kriegen. Ich habe die Karte vom Mars gemalt. Was soll das? Ach! Jetzt kann er da vielleicht auch hin teleportieren. Bevor ich mir jetzt meine groß anziehe und dann geht's doch nicht, mein Raumanzug. Probier's mal ohne, vielleicht schaffe ich es in der Zeit noch. Okay, es funktioniert. Dann muss ich mich aber schnell anziehen. Da haben wir auch die Zeichnung. Ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Scheinbar kann er doch atmen. Okay, das muss ich jetzt vervollständigen. Und zwar zu, wo ist das Foto? Unten auch ein Strich. Und hier so. Das ist wie so ein Hamburger oder sowas.
Genau. Jetzt geht vielleicht die andere Tür auf, endlich. Weiß ich zwar immer noch nicht, wozu ich den goldenen Schlüssel überhaupt mitgenommen habe. Und es passiert. Okay. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ich glaube, ich knie wieder zurück. Gut. Nehmen wir gleich die Mitte. Nichts macht so viel Spaß, wie im Dunkeln rumzuspazieren. Ich komme erstmal raus und hol mir mal die Taschenlampe. Also richtig Spaß macht das nicht hier. Oh, ich darf mal teleportieren. Nee.
So, jetzt sehen wir nicht das Gesicht, jetzt nehmen wir die Pyramide. Die Annie hat ja gesehen, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt und ich glaube, okay, da darf ich nicht hin. Ich muss hier irgendwie durch. Ich find's nur halt irgendwie total beschissen. Entschuldigen Sie das Wort, bitte schön. Ich find's total beschissen, dass ich hier im Dunkeln rumtapsen soll. Haben wir denn nicht wenigstens ein... Der Stuhl knarzt. Ja, so wie es aussieht, muss ich mich durch diese... Irgendeiner der drei Tunnel wird mich irgendwie dahin führen, ohne dass ich irgendwie eine Ahnung hatte. Ich frage mich immer noch, wozu brauche ich den Zellenschlüssel? Tja, dann tapsen wir halt mal irgendwie im Dunkeln, bis wir irgendwie an die Marsoberfläche kommen. Dann ziehen wir uns unseren Raumanzug an. Ich klicke jetzt hier einfach dumm rum. Mit der Hoffnung, dass ich irgendwann irgendwo rauskomme, wo es Sinn macht oder wo Licht ist. Aber das finde ich keine besonders gute Spielführung. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Die Fackeln waren immer festgeschraubt, die konnte man nicht mitnehmen. Vielleicht war ja eine dabei, die hätte man doch mitnehmen können. Hier zu tunneln. Tunnel ist gut. Am Schluss bin ich da, wo ich angefangen habe, oder? Quälst du mich so? Was soll das? Womit habe ich das verdient? Hat
Hatten die nicht geschrieben, ein Spiel soll Spaß machen? Aber das dumm hier im Dunkeln rumklicken, ihr macht's nicht unbedingt Spaß. Ist mir zu blöd. Immer noch zu. Nur noch keine Ahnung, wozu hier die ja, vielleicht sind die Einkerbungen ja nochmal wichtig und ich sollte da bleiben. Oh! Ist das Zufall oder ist das so gewollt? Hätt's nicht. Wer hetzt, macht Fehler. Und wer Fehler macht, stirbt. Gib mal alles dem Zeck. Der ganze Level wieder reingehen. Vielleicht ist das ja nochmal wichtig. Das ist immer ein komischer Zufall, dass der genau an dem Raum da. So. Da steht ja auch nirgendwo, welche Farben ich nehmen soll, ne? Gucken wir noch mal das Foto an.
Und da er vorgeht, passiert ihm wieder nichts. Nicht so wirklich, welchen Weg man nehmen soll. Nichts passiert, ne? Okay. Irgendwo gibt es hier einen Tunnel rüber zur Marspyramide. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Überhaupt keine. Also der Rechte war es ja nicht, der hat ja nicht gefunzt. Der ging ja dann zum Gesicht. Den können wir zum Leslie und Gesicht. Ich nehme doch mal kannst du nicht gehen. Ich nehme mal den mittleren. Ende Gelände. Ich bin recht rausgekommen. Dann nehmen wir den es lädt was.
Dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann in der großen Halle raus. Okay. Hätte nicht ein bisschen früher sein können. Komisch, der Zweck braucht gar keine Arten. Interessant. Ist doch dummes Rumgeklicke. Spaß geht anders. Ich nehme mal blau zur Abwechslung. Da bin ich doch gerade durch, oder? Nee, die will ich auch nicht. Ich will ganz rechts raus. Da immer die blaue Tür. Gelb. Pink. Durchgang. Nope. Nope.
Ich probiere jetzt einfach dumpf alles aus. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ein ganz klein bisschen. Irgendwo gibt's einen Durchgang. Und das Labyrinth ist echt zum Kotzen. Da kann ich jetzt ewig rumlaufen. Das macht doch echt keinen Spaß mehr. Ewig rumlaufen und suchen, wo denn der Durchgang zu der Pyramide ist. Und dann kann ich irgendwie vielleicht aufmachen. Oder ich komme raus und gehe vor die Tür und versuche da irgendwie irgendwas reinzustecken in dieses komische Schlüsselloch. Aber ich glaube nicht, dass mein Briefkastenschlüssel da passen wird. Und auch nicht der Knastschlüssel. Warum sollte ein irdischer Schlüssel auf Mars passen? Und die Tipps, sie sagen einem auch nichts mehr. Da bin ich auch durch. Tja. Ich glaube, ich muss da jetzt noch ewig rummachen im nächsten Teil. Ich kann mir noch mal hier den Zeitungsausschnitt durchlesen. Vielleicht finde ich irgendwo noch mal was Wichtiges. Mache ich jetzt noch mal in aller Ruhe und dann schauen wir im nächsten Teil, ob es da und wie es da weitergeht. Macht's erstmal gut, bis dann. Ciao.